So, liebe Zockerlauncher, herzlich willkommen zu einem kleinen Siedler 4 Livestream. Heute beenden wir die Trojaner-Kampagne, Mission 1 der großen Feldzüge. Ich zeige das eben nochmal auf der Karte hier, Trojaner 1. Haben wir im letzten Livestream schon kleine, kurze 2 Stunden reingespielt. Aber bevor es losgeht, erstmal kurz in den Chat. Also, hi an Kami, hi an Timbo, den Nick, One oder Eins, wie auch immer. Hi an Yannick, hi an Master K oder K und hi an Ichiraku. Ich hoffe, ich spreche das hier alles richtig aus und bestimmt auch noch an viele andere, die halt noch nichts im Chat geschrieben haben. So, hätten wir das. Jetzt aber los, ab zurück zu den Trojanern. Und es ist schon eine Woche her, eigentlich weiß ich gar nicht mehr, was ich beim letzten Mal getan habe. Daher gucken wir uns das ganze Übel erstmal an. Also, wir hatten ja hier einen Turm verloren. Ich spiele auch übrigens gegen Trojaner. Hatten unsere Siedlerproduktion jetzt im Griff, haben uns hier unten nach oben erweitert. Das sollte ich vielleicht auch schnell wieder abreißen. So, Peng. Weil wir Platz brauchen. Die Trojaner haben ja riesen Gebäude. Kasernen habe ich 3. Okay, das ist ja alles nicht so schlecht, ne? So, und ich provoziere ihn hier ein bisschen mit Bogenschützen, damit er... Ich will den Turm gar nicht zurückerobern, damit er hier halt stetig wieder angreift. Und das hatte so semi gut funktioniert, meine ich. Beziehungsweise es funktioniert eigentlich doch ganz gut. So. Schauen wir mal. Also, wir haben definitiv genug Kohle. Wir haben Eisenüberschuss. Wie schaut es mit Gold aus? Also gerade noch. Und produktionstechnisch, ja, könnten wir ein bisschen mehr Gold vertragen. Ist aber alles halb so wild eigentlich. Zierobjekte, wie weit war ich mit Zierobjekten? Angriffsstärke 124%. Ist schon mal nicht schlecht. Okay, der zweite Satz baut noch. Ich glaube, das hatte ich zum Ende der letzten Aufnahme begonnen, das zu bauen. Und ihr wollt natürlich die Diebe töten, ist doch klar. Das sollte ich aber irgendwie verhindern. Und schon stirbt der Erste. Hier, Sperrfeuer. Komm. So, wir campen hier noch eine Runde und ja. Das haben wir hier noch. Schwefel, Kohle brauche ich alles nicht. Das Blöde hier war halt wirklich, dass man praktisch überhaupt keinen Platz hat. Jetzt können wir noch gucken. Nahrung. Brot ist in jede Menge hier. Hier ist jede Menge Fleisch. Fisch. Doch. Fisch ist auch gut. Also eigentlich habe ich alles. Wenn wir in die Statistik reinschauen, sehen wir aber, militärtechnisch habe ich halt noch überhaupt nichts gegen ihn. Wobei das jetzt nicht unbedingt was aussagen muss. Traue ich mich, ihn anzugreifen oder nicht? Also im Prinzip können wir das jetzt am Anfang ja gleich mal testen. Ob die KI defensiv eingestellt ist oder nicht. Weil, also, wenn das so wäre, ja, und er hat 400 Militäreinheiten mehr wie ich, würde das bedeuten, wenn ich ein Gebäude einnehme, beziehungsweise meins zurückerobern, dass er mir alles an den Kopf werfen würde, was er hat. Und dann hätte ich verloren. Baue ich eigentlich noch große Wohnhäuser? Nein. Brauche ich eigentlich gerade noch große Wohnhäuser? Nein. Eigentlich brauche ich gar nichts mehr. Das produziert hier ganz ordentlich. Wenn man es mal ganz genau nimmt, müsste ich eigentlich hier nur noch ein bisschen warten. Ne? Es wird ja weniger bei ihm. Blöde Pattsituation gerade. Ob die Trojaner, weil das gerade im Chat steht, ob die Trojaner-Gebäude teuer sind, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sind sie riesengroß im Gegensatz zu den anderen und brauchen extrem viel Platz. Und das ist gerade auf so engen Karten ziemlich scheiße und ein riesen Nachteil als Trojaner. Ja, komm hier, geh drauf. Wisst ihr was? Wir probieren das jetzt einfach, was passiert. Wir nehmen jetzt einfach mal, hier haben wir Schwerti.
Ich baue noch gar keine Schwertis, gell? Das sollte ich vielleicht ändern. Machen wir mal 80, 20 Schwerter ab jetzt. Bisschen Kampf muss sein. Gut, dann können wir hier unten noch ein bisschen expandieren vielleicht. Hatte ich sonst noch irgendwo... Bringt das da hinten nach da hinten? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist hier oben eigentlich schon... Boah. Wann kommt das nächste Siedler 7 Video? Meinst du Siedler 7 Livestream oder 7... Ach. Okay. Vor lauter Red Bull mit Sprechen habe ich es gerade nicht. Siedler 7 kommt auf der Zocker-Lounge immer. Lass mich überlegen. Dienstag, donnerstags und samstags um 18 Uhr. Jede Woche. Immer gleich. Einen Siedler 7 Livestream haben wir jetzt vor meinem Urlaub nicht mehr. Und wer das nicht weiß, ich habe morgen nochmal einen Siedler 6 Livestream. Allerdings nicht auf YouTube, weil gerade viele auf YouTube hier zuschauen, sondern nur auf Twitch. Oder auf Facebook und Mixer. Und dann bin ich erstmal eine Woche im Urlaub, Leute. Dann gibt es überhaupt keinen Livestream mehr. Aber natürlich weiterhin jeden Tag zwei Videos auf der Zocker-Lounge mit ganz viel Siedler. So viel kriege ich ja dann doch hin. Was, die Farm der Wikinger gefällt dir am besten? Ach so, wir sind ja hier bei Trojanern. Ach, das sieht doch auch nett aus, oder? So, kommt jetzt die erste Welle, um das zurückzuerobern? Keine Ahnung. Eigentlich möchte ich den hier gar nicht abreißen. Er soll sich bitte auf diesen Turm konzentrieren, wenn er meint, mich anzugreifen und nicht hier hinten. Und wieso geht gerade seine Militärproduktion exorbitant nach oben? Also irgendwie erscheine ich ja dann ihn jetzt schon getriggert zu haben. So, und die rennen jetzt zurück. Warum? Hinterher. Ich habe viel zu wenig Schwertkämpfer. Oh Gott. Und gleich ein Problem. So, das zum Thema. Ich erobere ein Gebäude zurück. Jetzt machen wir Folgendes. Ich gucke, dass ich mit euch allen hier gleich angreife. Die Spione, die brauchen wir vielleicht nochmal. Die schicken wir mal weg. Und ihr, die hier nachproduziert. Ich brauche jetzt dringend Schwertkämpfer. Habe ich jetzt hier immer noch einen Überschuss an... Nö, geht eigentlich. Der Wechsel kommt jetzt halt erst langsam. Und er mit seinen scheiß Zaubersprüchen. So, geht nochmal zurück. Wenn der mir hier entgegenläuft, müssen wir an den Türmen kämpfen. Tut er nicht. Angriff. Ihr könnt von mir aus hier stehen bleiben. Gold. Ich sollte noch gucken, ob ich irgendwas für meine Goldproduktion tun kann. Hier hatte ich kein Gold mehr. Aber hier oben haben wir nochmal welches erschlossen. Haben wir noch Spitzhacken, 5 Stück, perfekt. Also, dann machen wir auf jeden Fall nochmal... Ach, wisst ihr was, wir machen gleich 5. Was soll's, ich habe so einen Überschuss. Und dann machen wir vielleicht auch nochmal 5 Kohleminen dazu. 2, 3, 4, 5... Wo ist meine Werkzeugschmiede? Hier.
Nochmal 5 Spitzhacken. Und was ist eigentlich aus dem Kampf geworden? Nicht so viel, ne? Gut, dann gucken wir mal, haben wir jetzt Schwertkämpfer? Ich brauche nicht angreifen, wenn ich keine Schwertkämpfer habe. Das ist absolut dämlich. Wobei, wir könnten ihn ein bisschen ärgern. Hier, 100 Bogenschützen. Geht mal hier runter. Ja, Janik, Siedler 4 ist und bleibt das Beste. Zumindest mal, bis das neue Siedler erscheint Ende vom Jahr. Vielleicht ändert sich das ja dann. Aber im Herzen bleibt es natürlich immer das Beste. Ach, hier hätte ich auch Gold gehabt. Schaut mal. Das wäre fast sogar besser gewesen. Egal. So, Goldschmelzen brauchen wir noch ein paar. Ach, Blödsinn. Wo ist sie denn? Haben wir ja auch erst 12 Stück gebaut. Lol. Eine noch. Gut. So, und ihr seid Squad 2. Ihr habt auch keine... Ah, das ist blöd. Wenn da eh keine Schwertkämpfer dabei sind, reicht, dann müssen wir 100 Bogenschützen reichen mal eben. Können wir das zumindest mal auskundschaften, wo wir hier über den See drüber kommen. Und moin Benjamin! Shapiro. Cooler Name. Master K, also wenn Siedler 4 dein letzter Siedler war, dann kann ich dir sagen, dann hast du alles richtig gemacht. Und du hast nichts verpasst. Weil alles, was danach kam, war eigentlich nicht mehr Siedler. Laufe ich hier eine Sackgasse? Nee. So. Stellt euch einfach mal hier rein. Und wir sollten vielleicht... Das ist riskant, ich mach's. Hier noch ein bisschen expandieren. Wir schicken einfach alle Militäreinheiten da dazu. Sie werden angegriffen. Ach was. Zeig mal, wo das dein Türmchen kommt. Den ich jetzt nicht einnehmen kann. Das ist ein bisschen doof, ne? Pass auf, mir bleibt mal hier stehen. Was habe ich eigentlich? Bauarbeiter? 30... Naja, da könnten wir doch auch nochmal 40, 40, das erhöhen wir auf 15. Damit ihr hier was zu tun habt. Die Minen habt ihr mir schon gebaut, sehr schön. Ihr bleibt einfach mal hier stehen, sie werden angegriffen, wo jetzt? Auch hier? Da wird ein Ritter fehlen. Ja, schon unterwegs. Stress nicht. Und immer noch viel mehr Bogenschützen. ...34 Waffen, 37 Gold. Ja, okay. Also schlecht ist anders. Wir haben nur viel zu viele Wohnhäuser, wir könnten eigentlich ein paar abreißen, aber ich möchte jetzt nicht, verliere dadurch wieder Angriffsstärke. Und ich gehe einfach mal davon aus, weil es bisher in den großen Feldzügen immer so war, dass die KI halt gleich 150% Angriffsstärke und 125 Verteidigungsstärke hat, also das Maximum. Übrigens, weil ich das hier gerade sehe, dieses Zielobjekt hier, die Helena, ich habe das im letzten Livestream schon erzählt, aber es sind ja gerade ganz viele neue dabei, es gab so einen kleinen Shitstorm damals bei Siedler 4, weil Siedler 4 keine Frauen im Spiel hat. Ja, habe ich Jahre dazu gebraucht, um drauf zu kommen, dass wirklich keine Frauen drin sind.
Und dann hat man sich bei Blue Byte gedacht, hey, wir bauen eine Frau ein. Und dadurch haben die Trojaner die Helena-Statue gekriegt und hat man gesagt, guckt mal, liebe Leute, da habt ihr eure Frau. Und die ist sogar ganz pflegeleicht. Die ja. Wollte ich mal erzählt haben. Das wurde damals in solchen Entwicklungsblocks kommuniziert, die es heute noch gibt für den neuen Siedlerteil. Auf der Siedler-Allianz-Seite kann man sich alles durchlesen zum neuen Siedler. Oder einfach auf der Zocker-Lounge die Siedler-News schauen. Wenn ihr keinen Bock habt zum Lesen, noch besser. Wieso habe ich nicht genug Spitzhacken? Lies mal bitte meinen Text mit Mana etwas weiter oben, vielleicht hilft das dir. Blue Byte rettet die Frauenquote. Genau. Und das haben sie sich ja zu Herzen genommen. In späteren Siedlerteilen gab es dann Frauen. Ich glaube, in Siedler 7 haben sie es aber wieder. Wobei. Doch. Ab dann haben sie sich zu Herzen genommen. Ist so. So. Brauchen wir eigentlich noch Fisch? Eigentlich brauche ich gar nichts. So, Squad rutscht ein bisschen vor und dann reißen wir den hier wieder ab. Und ihr alle hier mit hoch, ihr bleibt hier stehen, passt. Passt. Nee, gefällt mir. Hier könnte man noch einen Aussichtsturm hinknallen. Und eigentlich könnte man auch nach links expandieren. Aber für was? Aha. Und jetzt haben wir auch 27 Schwertkämpfer dabei. Also dann gehen wir das mal hier reinspickeln. Wobei der Zugang bestimmt gut verteidigt ist. Aber mit 130% Kampfkraft macht es sowieso überhaupt keinen Sinn mehr zu verteidigen, wenn man außerhalb seines eigenen Landes stärker ist wie in seinem eigenen. Hier, holt ihn euch. Was muss ich eigentlich tun? Muss ich ihn komplett vernichten? Besiegen sie die Truppen Darius des Dritten. Ja, ich muss sowieso alles töten. Spielt es auch keine Rolle, wo ich angreife. Aber Leco Mio, wie viele hat er hier? Bogis, geht mal ihr lieber rauf. So, der erste fällt gleich. Zack. Ja, genau. Natürlich. Da ist es hier unten bedeutend einfacher. Master K, danke für den Tipp mit der Mana. Das weiß ich natürlich. Ich bin aber nicht der Fan von Mana. Dafür werde ich schon regelmäßig gehatet, aber ich brauch's auch nicht. Ich metzle lieber einfach durch. Wobei das hier nicht klappen wird, was ich hier gerade vorhab. Da muss ich mich nochmal zurückziehen. Ich habe zu viele Bogenschützen und viel zu wenig Schwertkämpfer. Das wird nichts. Beziehungsweise geht die mal covern hier. Und hi Sonnenscheins!
So. Zurück. Was läuft da eigentlich gerade für ein komischer Track? Okay. Jetzt hätte ich gern unten Schwertkämpfer. Viel lieber. Zack. Zack. Gut. Passt. So, jetzt kriege ich hier vielleicht noch irgendwie ein, zwei Fischerhütten hin. Cool wär's. Ach komm. Brauchen wir erstmal einen Holzfäller oder was? Ja, ich weiß, dass es die Kampfmelodie der Trojaner war. Das Ding ist, man hat das ja erst vor kurzem gepatcht. Ganz viele Tracks, die es in Siedler 4 eigentlich hätte geben sollen, gab es bis vor kurzem noch gar nicht, weil sie nie abgespielt worden sind. Und das ist eigentlich ganz nice, dass das jetzt funktioniert. Und was ist denn das hier? Was soll denn das hier? Kann der auch von da unten kommen? Toll. Houston, wir haben kein Problem. So. Nächster Satz, Zierobjekte. Ich muss noch ein bisschen stärker werden. Das ist dann meine Mana sozusagen. Du affiger Trojaner. Kämpf halt. Kämpf da außen rum. Bleib du mal hier. Und High Super Rising Storm. Gibt sich auch noch, alte Socke. Mensch. Klasse. So, jetzt greifen wir von allen Seiten an. Geh drauf. Nur er hat auch keinen Priester dabei. Und er tut mir noch den Gefallen und teilt sich auf. Okay, dann habe ich halt keine Verluste. Auch gut. Immerhin 16 Schwertkämpfer. Jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Waffen 43, jetzt habe ich einen Goldüberschuss, das ist gut. Da müsste mir die Dinger nur auch transportieren, ne? Zu wenig Schwertkämpfer. Okay, gehört mir jetzt bis hier hinter. Interessant.
Möchte ich den halten? Eigentlich nicht. Habt ihr... Ja, pass auf, wir machen Waffen... auch höher in der Prio. Und habe ich noch genug Siedler? Ja, ja, da geht noch einiges. Trotzdem könnten wir vielleicht mal gucken, dass wir noch zwei, drei Wohnhäuser dazusetzen. Weil die sind schneller aufgebraucht, als man gucken kann. Was für Sprachen kannst du eigentlich sprechen? Deutsch? Hochdeutsch? Überhaupt kein Schwäbisch, kein Bayerisch, kein Sächsisch, kein Blattdeutsch. Jo. Und so mittelprächtig Englisch. So, alle wieder weg. Und hier will es jetzt mal wissen. Vielleicht können wir ihm ja da ein bisschen Produktion kaputt machen. Ich hab zwar keine gesehen, aber hey. Rache und so. 18,3, die schicken gleich hinterher. Statistikmäßig, ja. Ich hoffe einfach, er hat viele Türme. Bringen mir Kasernen noch was? Wahrscheinlich. Hau nochmal zwei raus. Irgendwo hin. Wo macht's Sinn? Toll, ich habe eh keinen Platz dafür. Die Gebäude sind einfach zu groß. Next. Wenn wir das hier irgendwie verbunden bekommen, wollte ich sagen, dann wäre das toll. So, weg mit dir. Weg mit dir. Okay, hier will er es auch wissen. Aber wenn du immer nur mit so kleinen Krüppchen kommst, dann hält das hier noch eine Weile. Mit welchem Siedler habe ich angefangen? Mit Siedler 1 natürlich. Und zwar Siedler 1 in der Beta-Version. In der Shareware-Version. Das konnte man im Multiplayer spielen. 1 gegen 1. Einer mit einer Maus, der andere mit einem Joystick. Und das ging genau 20 Minuten oder 30 Minuten waren es. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und dann musste man wieder von vorne anfangen. Das war meine erste Erfahrung mit Siedler 1. Und bei Siedler 2 hatte ich dann das Problem, dass das auf meinem 486er nicht vernünftig lief, beziehungsweise es immer im Intro abgestürzt ist. Und ich das dann erst spielen konnte, wo ich dann meinen zweiten Rechner hatte. Und das war dann ein, lasst mich lügen, ein Pentium 2 mit 400 MHz. Könnte hinkommen. Da lief das dann schon wieder fast zu schnell.
mir eben mal überlegt, ob ich mal ein Video mache, ich und die Siedler, ne? Was ich alles mit der Siedler-Serie erlebt habe, bis die Serie mit mir, mit Siedler 5 gebrochen hat. Für eine ganz lange Zeit, über 10 Jahre, habe ich kein Siedler-Spiel mehr angerührt. Und zurückgefunden habe ich dann zu den Siedlern lustigerweise über die Mobile-Version von Siedler 4. Also die Umsetzung auf dem iPhone von Siedler 4, die war eigentlich richtig geil und es war auch total beeindruckend damals, was dann aufnimmt. Das gab es, glaube ich, schon fürs zweite iPhone, was da technisch möglich ist. Hat mich total beeindruckt, dass man sowas auf dem Handy spielen kann. Und die Steuerung, die Touch-Steuerung war auch richtig gut. Oder was heißt war? Ist sie immer noch, ja? Und ich glaube, dann hab ich es auf dem iPad auch komplett durchgezockt. Schade ist halt bei der Mobile-Version, dass die ganzen Add-ons nicht dabei sind. Und Multiplayer gibt es halt auch keinen. Und ich glaube, jetzt gibt es das auch gar nicht mehr, weil das eine 32-Bit-App ist und mittlerweile hat ja Apple auf 64-Bit-Apps umgestellt. Deshalb kann man das, glaube ich, gar nicht mehr kaufen oder runterladen. Ist ein bisschen schade. Weil nach wie vor eins der besten, wenn nicht das beste Handyspiel, Siedler 4. Übrigens wurden auch, weiß nicht, das ging glaube ich auch an vielen vorbei, die Trojaner gepatcht in der History Edition, damit sie konkurrenzfähig sind im Multiplayer. Also man kann die jetzt eigentlich ganz gut spielen. Grüße gehen raus an Kevin, ja, weiß nicht, ob er zuschaut. Der hat das mit Ubisoft verkaddelt, dass die Trojaner hochgepatcht worden sind, weil sie ja vorher viel zu schwach waren. Also die lassen sich jetzt auch gut spielen. Das Problem ist, dass die ganzen Leute, die über Jahre Siedler 4 online gespielt haben, alle keine Taktiken haben für die Trojaner, weil nie einer damit gespielt hat. Deshalb spielt gerade auch noch niemand mit den Trojanern. Und es kommt halt noch erschwerend dazu, dass die Gebäude so riesig sind, was eigentlich echt kacke ist. Und ein richtiger Nachteil nach wie vor. Ja, ja, der Sonnenschein ist der alte Opa. Geht schwer auf die 40 zu. Wie ich auch.